Der Mormonenglaube lehrt, dass Billionen von Planeten von unzähligen Göttern beherrscht werden, die einst wie wir menschlich waren. Es heißt, dass vor langer Zeit von einem unbekannten Gott und seiner göttlichen Ehefrau auf einem dieser Planeten ein Geisteskind mit Namen Elohim gezeugt wurde. Dieses Geisteskind wurde später durch menschliche Eltern geboren, welche ihm einen physischen Körper gaben. Durch seine Untergebenheit der mormonischen Lehre, Tod und Wiederauferstehung gegenüber, erwies er sich als würdig und wurde zu einer Gottheit erhoben, so wie sein Vater vor ihm. Mormonen glauben, dass Elohim ihr himmlischer Vater ist und er mit seinen vielen göttlichen Ehefrauen auf einem Planeten in der Nähe eines mysteriösen Sterns namens Kolon lebt. Hier zeugten der Gott der Mormonen und seine Frauen Milliarden von Geisteskindern durch endlosen himmlischen Sex. Um die Bestimmung dieser Geisteskinder untereinander abzustimmen, berief der Führer der mormonischen Götter eine himmlische Vollversammlung ein. Zugegen waren auch die beiden ältesten Söhne Elohims, Luzifer und sein Bruder Jesus. Es wurde ein Vorhaben vorgestellt, in dem der Planet Erde geschaffen wird, auf dem alle Geisteskinder eine sterbliche Form annehmen und das Gute vom Bösen unterscheiden lernen sollten. Doch Luzifer stand auf und beanspruchte, der Retter dieser neuen Welt zu werden. Er wollte den ganzen Ruhm für sich alleine und auf dem Planeten jeden dazu zwingen, auch ein Gott zu werden. Jesus hingegen schlug vor, jedem Menschen die Freiheit zu geben, selbst zu wählen, so wie dieses auch auf anderen Planeten geschehen war. Die folgende Abstimmung favorisierte den Vorschlag von Jesus, der zugleich der Retter dieser Welt wurde. Luzifer war darüber sehr erbost und überzeugte listigerweise ein Drittel der Geister, mit ihm auf die Erde zu gehen, zu revoltieren und für ihr Recht zu kämpfen. Hierdurch wurde Luzifer der Teufel und seine Getreuen die Dämonen. Einmal auf die Erde geschickt, würden sie nie wieder aus Fleisch und Blut bestehen können. Diejenigen, die sich in diesem Kampf neutral verhielten, seien damit bestraft worden, mit schwarzer Haut geboren zu sein. Hiermit erklären sich die Mormonen den Neger. Die Geister jedoch, die tapfer gegen Luzifer kämpften, sollen in Mormonenfamilien auf der Erde geboren werden. Dieses sind die Menschen mit einer hellen Hautfarbe. Im Buch der Mormonen werden diese als weiß und wunderbar beschrieben. Frühe mormonische Propheten predigten, dass Elohim und eine seiner göttlichen Frauen als Adam und Eva auf die Erde kamen, um die menschliche Rasse zu begründen. Tausende Jahre später kam Elohim von der Sternenbasis Kolon in menschlicher Form auf die Erde zurück. Dieses Mal, um die Jungfrau Maria zu poppen, sodass auch Jesus eine physische Gestalt haben könne. Mormonenapostel Orson Pratt lehrte, dass nachdem Jesus erwachsen geworden war, er mindestens drei Ehefrauen gehabt habe. Maria, Martha und Maria Magdalena. Durch diese Frauen hat Jesus angeblicherweise, bevor er gekreuzigt wurde, einige Kinder gezeugt, von denen Josef Schmidt behauptet, in direkter Weise abzustammen. Dem Buch der Mormonen zufolge kam Jesus, nachdem er wieder auferstanden war, nach Amerika, um zu den Indianern zu predigen, von denen die Mormonen glauben, dass sie in Wahrheit Israeliten sind. Folglich begründete der Jesus der Mormonen seine Kirche in Amerika so, wie er es schon in Palästina getan hatte. Bis zum Jahre 421 nach Christus hatten die dunkelhäutigen indianischen Israeliten, auch bekannt als Lamaniten, alle weißen Nephiten in zahlreichen großen Schlachten vernichtet. Die Aufzeichnungen der Nephiten sollen auf goldenen Tafeln niedergeschrieben und anschließend von Moroni, dem letzten lebenden Nephiten, auf dem Berg Hamora vergraben worden sein. 1400 Jahre später behauptete der junge Schatzsucher Josef Schmidt, der für seine hanebüchenden Lügengeschichten bekannt war, genau diese goldenen Tafeln nahe seines im nördlichen Hinterland des Staates New York gelegenen Hauses entdeckt zu haben. Heutzutage wird er von den Mormonen als Prophet verehrt, da er behauptete, Visionen aus der Geisterwelt gehabt zu haben, in denen ihm befohlen wurde, die Mormonenkirche aufzubauen, da alle anderen christlichen Glaubensbekenntnisse verabscheuenswert waren. Von eben jenem Josef Schmidt
stammen die meisten der ulkigen Glaubenslehren, von denen heute Millionen von Menschen glauben, dass sie wahr sind. Durch Einhaltung eines strengen finanziellen wie moralischen Regelwerkes und das Ausüben von heiligen Tempelritualen für sie selbst und ihre Toten hoffen die Anhänger der Kirche Jesu Christi der heiligen letzten Tage, ihre Würdigkeit unter Beweis zu stellen und auf diese Weise eines Tages selbst zu Göttern zu werden. Die Mormonen lehren, dass jeder einmal vor Josef Schmidt, Jesus und Elohim im Himmelsgericht stehen muss, um sich für seine Taten zu verantworten. Die Mormonen, die im ewigen Ehebund vereint wurden, gehen schwer davon aus, im himmlischen Königreich zu polygamen Göttern zu werden, die über andere Planeten herrschen und bis in die Ewigkeit wie die Karnickel neue Familien zeugen. Die Mormonen danken Gott für Josef Schmidt, der von sich selbst behauptet, mehr für die Menschheit getan zu haben als jeder andere Mensch zuvor, einschließlich Jesus Christus. Die Mormonen glauben weiterhin, dass er als Märtyrer starb und sein Blut für uns gegeben hat, sodass auch wir Götter werden können.